Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play Arcanum. Wir sind bei der Folge 31. Hey, da ist ein Schwein. Hallo Schwein. Da ist noch eins. Wir sind noch mitten in Ashbury. Und wir sind auf der Suche nach Quests. Was ist das? Ah. Wir haben eine Unidentified Maze. Hier gibt es irgendwo so eine Tante, die Sachen. Da. Dann gehen wir gleich zu ihr rüber. Oder? Schauen wir gleich mal, ob wir das identifizieren können. Na super. Das ist zu weit. Ach Gott. Besser? Ach Gott. Wieso funktioniert das nicht? Frechheit. Da ist auch ein Typ, mit dem wir reden können. Greetings, I'm happy to meet you. Wirklich? Greetings, Halfling. Might I ask your name? My name is Theo Brightstart. Who are you? My name is Odo O'Connor. Well, what do you want, Odo O'Connor? Where is the Isle of Despair? Nein, interessiert mich nicht, wissen wir schon. Can you train me to be an apprentice? What type of training are you seeking? Prowling, throwing, forget it. Prowling, throwing. Can you train me as an expert at throwing? Nein. Do you have a job I could do? I do got one small problem. I just can't seem to take care of it. Maybe you could. What do you need? I spend every day here plowing, planting, picking, working the land I love. A while back, some wild pigs moved into the area. No matter what I do, I can't seem to get rid of them. And those critters are really starting to damage my crops. These pigs are just too wily for me. Think you can get rid of a few pigs? I'll pay you. I'm sure I can handle it. What's the pay? It's not a big job. I don't think it's worth more than 50 coins. What do you say? Sounds fair. I'll return shortly. Na gut, dann erledigen wir noch die Schweine vorher. Und die haben jetzt nicht irgendwie bösartig ausgeschaut. Können wir die vielleicht anders irgendwie loswerden? Und mit ihnen sprechen zum Beispiel. Hey Schwendi. Okay, ich muss zugeben, wie ich letztens gesucht habe, nach dem Ding habe ich auch mitgekriegt, dass diese Schweine freundlich sind und dass, wenn man sie angreift, während man mit der Gruppe unterwegs ist, dass die Leute dann grantig werden, wenn man die angreift. Ah, na warte mal. Vielleicht sollte man irgendwo hingehen, wo sie nicht sehen, dass ich sie. Yes, Chuker Choi. More for Chuker to do? No. Vielleicht sollte man irgendwo hingehen, wo sie nicht sehen, dass wir die Schweine angreifen. Ich weiß nicht, wie klug das Spiel ist, aber wir wollen nichts riskieren. Weil die Schweine halten, glaube ich, nicht allzu viel aus. So, und wenn man hier wartet. Of course, sir. It is done. Kann ich in der Zwischenzeit diese Tiere töten? Und ich bin dann gleich wieder zurück.
Na, das war sehr klug. Meine Güte. Wo sind denn die Schweine? Sind da zwei nebeneinander? Die halten echt nichts aus. Und sie sind langsam. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich, was ich da tue. Andererseits, das sind Schweine. Abendessen. Das kostet 15 Mana-Punkte. So, jetzt holen wir uns wieder meine Leute. Ich hoffe, sie mögen mich jetzt noch immer. What is it that you want of me? I'm ready to get going when you are. Yes, sir. What would you have me? I'm ready to follow you, sir. So, hätten wir das erledigt. Ausgezeichnet. Hello again, Tio. I've taken care of the pigs. Well done. Here's the 50 coins. We agreed upon. Thank you for your help. Was gibt's denn noch? Was, ich kann nochmal um Hilfe fragen? You certainly got an itching to work, eh, buddy? There is one other thing. See those huge boulders around my field? They make it hard to plow. Gotta go around them. Think you're strong enough to load them all into that wagon over yonder? Okay. Sachen tragen? Das kann's ja wohl nicht sein. The item is too heavy. Ah, Na, okay. Kannst du Zucker tragen? Kann ich dir diesen Dings da geben? Offensichtlich nicht. Ja, das heißt, wir müssen stärker werden. Da gibt es einen Zauber, der einen stärker macht. 5000, 4000. Und was ist das? 4700. Oh, da ist noch ein Stein. 4500. Na okay, vielleicht nehmen wir als nächstes den Zauber, der uns stärker macht. Aber in der Zwischenzeit lasst uns zu dieser Tante da unten gehen und schauen, ob sie uns nicht, oh, da ist es, ob sie uns nicht diese Maze anschauen kann. Can you identify something for me? Maze of the Damned. Das klingt nicht gut. 1 bis 8 Schaden. Chance for Stun. Drain Will. Calls 3 Zombies. Oh. Damit können wir Zombies herbeibeschwören. Heißt das eine böse Waffe? Hm.
Speed 11, Speed 15. Vielleicht sollten wir die mal tragen und versuchen. Schauen wir mal, was dann passiert. So, warte mal, haben die da auch noch irgendwas eigentlich? Nee, schaut nicht so aus. Huch! Gar, du hast das Ding genommen! Gut, warte mal. Schauen wir mal. Wo ist denn das? Da ist der Wagen. Da müssen wir es gleich raufbringen. Mhm. So. Ja, okay, Gar ist jetzt wahrscheinlich langsam, weil er dieses Ding trägt. Kann das sein? Gar, wo bist du? Ja, da ist er. Komm hierher, mein Lieber. Vielleicht können wir, nachdem du das jetzt in der Hand hast, was hat denn der für einen, den 4000er? Lass ihn doch bitte fallen, Gar. Danke. Immerhin haben wir ihn schon in die Nähe gebracht. Das heißt, es muss wirklich ich tragen. Sehr ärgerlich. Na gut. So, was haben wir denn da noch? Da ist noch ein Gebäude, das wir uns anschauen können. Nein, ach Gott. Stopp. Ich wollte das Inventory sehen, nicht den... Zeug bitte einfach liegen lassen. Danke. Vorhin wollten sie das nicht aufheben. Jetzt nehmen sie es einfach mit. Ärgerlich. Okay. So, oh, das schaut nach einem Gefängnis aus. Hark, how goes there? Hello, sir. May I ask you some questions? Yes, what is it? Can you train me to be an apprentice? Haben wir eigentlich Dodge genommen? Okay. We are now an apprentice. Okay, na gut. I would try looking in Blackroot or on the Isle of Despair for a melee expert. Okay, dort fahren wir ja eh hin. Ich nehme mal an, nach Blackroot kommen wir auch irgendwann nochmal. Sir, I haven't time to talk. I ask you a question, sir. Na okay, dann gehen wir mal. Wenn du keine Zeit hast zum Reden, dann lasse ich dich in Frieden. Was ist mit dem da? Kann ich mit dem reden? Hey, da ist noch einer. It is a nice day. May I ask you a question, sir? Certainly, sir. What can I do for you? I was wondering why you were in here. Let's just say that sometimes my fingers have a mind of their own when it comes to other people's belongings. Oh. Oh my.
I see. Well, I'm afraid I have nothing more to say. Goodbye, sir. Mit diesem Typen da auch sprechen? A pleasure. May I ask you a question, sir? Not like I have anything better to do. What do you want? I was wondering why you were in here. Bah, some fool insulted me down at the pub. I was teaching him some manners when the damnable guard busted in and hauled me away. If they would have just left me a few more minutes, I would have taught the yokel a lesson he'd surely never forget. He motions with his hand as if stabbing someone through the back. Oh my. Bah, I have had enough of you. Leave me be. Okay, ich glaube, mit denen kann man auch eher was anfangen, wenn man nicht ganz so gut ist wie wir. Tja. Wir sind halt sehr gute Leute. Was haben wir da noch? Da ist noch ein Gebäude. Schauen wir mal, was es da gibt. Und in der Stadt haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht alles angeschaut. Wir sind mehr oder weniger direkt zum Friedhof. Und es gibt auch noch eine Oh, da ist noch ein Typ. Human Villager. Halcyon's Peace. Hey, ein Halcyon-Priester. Ich habe zwar jetzt wieder vergessen, in welcher Reihenfolge wir das machen müssen, aber Halcyon war auf jeden Fall einer von denen, die wir besuchen müssen. Ich glaube, wir müssen zuerst zum Elfen. Greetings, sir. Might I ask you something? I'm William Thorndop. Ich muss nebenbei was essen. Ich hab da Schokolade. Eigentlich ist es Nougat. Nougat. Sehr gut, sehr gut. I'm glad to make your acquaintance. Might I ask a question? Na klar. Certainly. How may I be of assistance? Ah, der wird uns heilen. Ha, noch ein Heiler, endlich. In ganz Tarant gibt's keinen Heiler. Muss man nach Ashbury fahren? Might we trade? You appear religious, but not Panari. I'm a member of the Halcyon Order. We are a peaceful, non-violent sect. Ich weiß nicht. Also Leute, die sagen, dass sie in einer Sekte sind, sind mir normalerweise etwas suspekt. Beziehungsweise Sekten generell sind ein bisschen seltsam. Wir wollen sie nicht übertreiben. Na gut, was soll's. I have not heard of your order. Can you tell me more? Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Na gut. It would be my pleasure. The Halcyon Order is a small movement and our belief system is simple. We focus on the truth that all sentient beings were created to dwell together in peace and harmony. Violence, anger, deception, greed, all these things are foreign to our true pacifistic nature and should be avoided at all costs. You're a peaceful group, not many like that these days. The Halcyon Order believes that a peaceful being dwells deep within each individual. Oh, sie sind also Weltverbesserer. One needs only simplify and calm their life to allow its emergence. My life was once violent and full of greed and deception. But when I gave penance and simplified my life, my own Halcyon emerged. Gave penance for what? I was once quite a menace. For many years I cared for none but myself. Living each day through greed, gluttony and violence. Scheint auf jeden Fall ein aufregendes Leben gewesen zu sein. At one time I was the best you could find with a gun or a weapon. And sadly, I love to prove that I was the best. At one time, what happened?
As penance for my sins and to ensure I never harmed another, I removed my ability to fire a weapon. He shows you his hands. Each has had the index and center digits removed. Oh. Er hat sich den Zeige- und Mittelfinger von beiden Händen abnehmen lassen. Oder, naja, selbst abgenommen. By the gods, man, what have you done to yourself? How did you ever manage to do that to yourself? Fangen wir das Zweite. My brothers in the order were kind enough to assist me with their removal. They ensured the knives were not overly sharp, so that through my penance I would feel the pain of those I had hurt. Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Spinner. I have been at peace since their removal. That's simply disgusting. Ja, das stimmt. What kind of person are you? Your order seems quite harsh. Das wäre auf jeden Fall die freundlichere Art und Weise, mit ihm weiterzusprechen. Yes, I can see how your pain would be necessary. By the gods, man, anyone as sick as you needs to die. Naja, okay. Nein, was heißt, your pain would be necessary? Er hat nur gesagt, dass er herumgeschossen hat, nicht, dass er unbedingt jemanden getötet hat. I am sorry that you are disturbed by my actions. Please, be at peace. Na, wie soll ich das sein, wenn ich disturbed bin? Be at peace, look at you, you're a freak. Your order's fanaticism is a disgrace to all races. We realize that all beings will not become as enlightened as we. It is beyond the understanding of many. I shall pray that your eyes will be opened to the truth. Are you calling me stupid? Don't bother. Whatever you can be crazy, that's fine. I have another question. Certainly. How may I be of assistance? Heal, trade, oder noch einmal das gleiche erfahren. Trade. I fear, since taking my vows, that I lack in worldly possessions. I have nothing to sell. I don't believe you. I'll have to search your dead body. Nein, das machen wir nicht. Das ist ein Expertentrainer für Schusswaffen. Wobei ich fürchte fast, das werden wir nicht brauchen. May I indulge upon you to answer more questions? Good day. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwas hat. Gehen wir mal rein. Ist das ein Halcyon-Tempel? Nein, offensichtlich nicht. Schade. Kein Tempel. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Ja, da drüben gibt es auch noch ein Haus. Gehen wir mal darüber. Schauen wir mal, wir sind schon den ganzen Tag in Ashbury. Die Sonne geht gleich unter. Okay, das scheint eine Scheune zu sein. Da gibt es wahrscheinlich nicht wirklich viel drinnen. Oh. Größer als ich dachte. Oh, lauter leere Kisten. Hurra. Gut, was gibt es dann noch in der Nähe? Da ist schon aus, okay. Ah, da ist jetzt der Hafen auf der Seite, auch nicht schlecht. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Ah, da sind wir wieder beim Gefängnis, oder? Ja. Sind wir einmal rund um und um da durch diese kleinen Gebiete. Durch dieses Gebiet, wo es eigentlich nichts gibt, so.
Allzu viel gibt's hier ja nicht. Gut, schauen wir weiter. Wo gehen wir noch hin? Da waren wir noch nicht, oder? Da ist der Bauer irgendwas. Aber da oben bei dem Haus waren wir noch nicht. Vielleicht sollte ich meinen Nougat essen, während wir laufen. Schauen wir mal. Ist da auch irgendwas drinnen? Betten. Aber sonst niemand. Na okay. Ich komme jetzt zurück in die Stadt. Ah, wir sind schon wieder in der Stadt. Sehr gut. Was ist da? Ashbury Sundries. Cooked Stuff. Ah, da hinten waren wir noch nicht. Fine Clothing. Sidearms. Okay, gehen wir mal da nach rückwärts. Sehe ich gerade, bei dem wir noch nicht waren, also zumindest den wir noch nicht angeschaut haben. Der hat noch kein Fragezeichen. Das Kleidergeschäft. Ah. Ashbury Premium Armature. Hallo, Spiel? Nicht aufhängen dich. Training. What sort of wares do you carry here? Take yourself a look around, sir. I got good prices. And lots of common stuff, a little of everything you might say. Let me know if I can help you. Can you fix something for me? Nicht so gut wie der andere. Let us trade goods. Ah, okay, der hat nicht magische Waffen und Rüstungen und ähnliches. Fine Stout Boots. Damage Reduction 8. Caladon Elite Sword. Kaufst du das eigentlich? Sorry, I do not need none. Das war eher abzusehen. Das ist ein magisches Schwert. Warte mal, haben wir eine Startleiter? Nein. Wir brauchen eine große Startleiter für das Dings. Large Leather Armor. Die könnten wir kaufen für den Joker. Das kostet 916, das kostet uns unser ganzes Geld. Nein, vergiss es, Joker, du musst im Anzug kämpfen. Wieso haben wir eigentlich kein Geld mehr? Wo haben wir das ganze Geld ausgegeben? Hatten wir nicht mehr? So, was war das jetzt?
Pionis, Feinherbs. Na okay, Feinherbs, glaube ich, sind jetzt nichts unseres. I'm glad to meet you. Interested in trading? Hm. Apprentice für Häkel oder sowas in die Richtung, nehme ich mal an. What sort of wares do you carry? Ah, die kann auch heilen. Das gibt's ja wohl nicht. In ganz Tarant gibt's keinen Heiler und da gibt's gleich zwei. Okay, forget it. Fuel, Invigorator und Miracle Cure. Na, schau da was an. Aber all das können wir nicht brauchen. Das ist technologisches Vierelefantszeug. About it. Now, I have to be on. Was machst du? Hello, may I ask you a question? What do you need, sir? What have you heard lately? Hmm. Rumor has it that there are the ruins of an old temple just east of here. People say it might hold untold treasures. Hmm. Im Osten von hier gibt's einen Tempel, also na gut. Will you allow me a few more questions? Is there anything else? Where is the Isle of Despair? You mean the Black Isle? I'm not quite sure. Wieso fragst du dann, ob sie die Black Isle ist? Ach Gott. Good day. Okay, nicht sehr aufschlussreich, aber gut, soll sein. Noch jemand, mit dem wir plaudern können? Half-Elf Villager, passt euch. Nice to meet you. Hello, may I ask you a few questions? What do you need, sir? Any news passed this way lately? Have you met Theo Brightstart? Ja, haben wir. I have never met another man who can throw as well as he. Okay. Die sagt uns also, dass er ein Throwing Experte ist. Oder Master, keine Ahnung. Ich glaube Experte. Ich glaube, solche Rumors sollte man sich vielleicht doch öfter anhören. Vielleicht hilft das ja doch irgendwas. Hey, da ist ein Typ. Bist du so ein Schmuggler, der uns nicht ausstehen kann? A good day to you. Is there any adventure to be had around these parts? It's funny you should ask. I have a bit of a problem. Let me venture a guess. You need my assistance. There is no need for your snide attitude, nor its accompanying comments, sir. Okay, good. My apologies. What is your problem? There is a rather eccentric scientician? Hmm. Interessant. That lives here in town. Neither hide nor hair of him has been sighted in a fortnight. Ich weiß nicht genau, was fortnight bedeutet, aber ich glaube, es sind mehrere Tage. Eine Woche oder keine Ahnung. Egal. Oder 12 Tage oder so irgendwas könnte das sein. What does this have to do with you? I had contracted this fellow to use his technology to improve an old set of plate armor I had. Why do you need my assistance? I went to his house 2 days ago, searching for him. His door was unlocked, so I went in. I was immediately accosted by all manner of gadgetry and was forced to flee. You expect me to go in there for you? I don't need to be fighting with some scientist's inventions.
Na gut, wir nehmen natürlich das erste. It's too tough for me, but a fellow of your ingenuity. Woher willst du wissen, wie genial ich bin? Could waltz right into his house and get my armor for me. What do I get of you out of this? I'll give you 200 coins for retrieving my plate. Okay. Good show. I'll be waiting out here for your return. Und wo ist das? Super. Hast du mir auch gesagt, wo das ist? Quests. Na super. Ist das gleich da drinnen? Huch. Ah, Weapon Damage, das klingt aber nicht gut. Ja, wieso geht das alles so langsam? Oh, es ist bereits tot. What is it that you want of me? Nein, ich will von dir gar nichts. Goodbye. Ich wollte was von der Spinne. Okay, also so großartig ist die nicht. Oh, da haben wir wieder eine Trapdoor, ist eh klar. Was haben wir da? Oh, einmal einen leeren Tisch. Er schaut von hier eigentlich gar nicht so aus, als wäre er leer. Oh, da ist eine Metal Can. Da ist auch nichts drin. Super. Ich liebe das Spiel, das ist so gemein. Zeigt dir irgendwas. Du denkst dir, wow, super, ich habe was gefunden und da ist nichts drinnen. Na herrst, was hat denn der da im Keller gehabt? Vielleicht sollten wir wieder abspeichern. Sicher ist sicher, wer weiß, was da noch alles kommt. Ein Automaton. Das gefällt mir aber gar nicht. Der ist Level 30. Schauen wir mal, was der zu meiner Wall of Fire sagt. Nicht allzu viel. Vielleicht nicht so schlecht, dass wir abgespeichert haben. Weapon damaged. Au. Seine Waffe auch gleich kaputt, ist eh klar. Ich verstecke mich hinter dem Dicken da. Das war abzusehen. Au. Wir haben noch Heilzauber.
Aber ja, was soll's. Oh. Tja, das dazu. Wir haben unseren Kopf verloren. Okay, wir müssen neu laden. War gut, dass wir gespeichert haben. Sehr irre. Okay. Nicht so vorstürmen. Die Kiste ist böse. Ich glaube, die Feuerwand machen wir aber trotzdem. Die war nicht ganz so sinnlos. Wie sie zuerst gewirkt hat. Und diesmal sind die zwei großen Dicken schon da. Allzu viel kann es ja nicht aushalten. Au. Das ist natürlich problematisch, wenn er dich mit zwei Schlägen umbringt. Und du nichts dagegen tun kannst. Das Spiel hasst mich. Ja, ja, geh weiter. Einmal noch. So viel kann ich mir gar nicht zahlen für diese blöde Rüstung. Naja, vielleicht habe ich ja Glück. Was heißt das Zeichen eigentlich? Hörst du auf, den Anichuka zu treffen? Aber warte mal, vielleicht sollte man den Chuka heilen. Gut, auf Chuka ist halt voll aus. Das war ein Fehler, so müssen wir es machen. So. Hey, gefunden. Und wie man diesen Roboter herstellt, der mich da angegriffen hat. Gibt es sonst noch irgendwas hier? Oh, schaut nicht so aus. Wo ist der Wissenschaftler? Was ist denn nicht da? Irgendwo müsste da auch sein, hm? Das schaut irgendwie nicht so aus, naja. Kann man nichts machen. Hm.
Gut, ich würde sagen, ich bringe das mal dem Typen, weil damit fangen wir eh nicht wirklich was an. Oder kann Chuka sie anziehen? Diese Rüstung hat schon ziemlich mächtig ausgesehen. Hallo, Spiel? Was ist mit dir? Denk nicht so lange. Das ist eigentlich ziemlich seltsam. Das ist so ein uraltes Spiel, das sollte diese Probleme eigentlich nicht haben. Ich schaue das mal an. Ist das eine Basic? Na, das ist ein Basic. Das müssten so Typen wie ich anziehen. I have your armor. Excellent, give it to me. Here it is. And there is your 200 coins. You could deserve. Okay. You're most helpful. Okay, ausgezeichnet. Jetzt bitte acht, wie viel Schaden macht denn das? 5 bis 10? Naja, gut, diese Mace müssen wir irgendwo verkaufen. Die ist wohl lächerlich. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle. Hören wir wieder auf für heute. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart und mir zugeschaut habt. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.